endlich konnte man die Worte verstehen. Wer von euch kann mir eine Antwort geben auf diese schwere Frage, was ist das Leben? In diesem Moment kam gerade die Biene zum Glück von einer honighaltigen Blume zurück. Ich sage nur eins, verlass dich auf dein Gefühl. Das Leben ist ein Wechsel von Arbeit und Spiel. Plötzlich hört man jemand ans Fenster klopfen, da fallen vom Himmel ein paar Regentropfen. Wir wollen nicht stören, wir wollen nur erwähnen, das Leben besteht aus Kummer und Tränen. Fröhlich und munter fliegt der Schmetterling von einer Blumenblüte zur nächsten hin. Überall steckt er seine Nase hinein. Das Leben ist Freude und Sonnenschein. Du hast gut reden, du hast gut lachen. Ich kann hier unten die Drecksarbeit machen. Als Maulwurf habe ich es wirklich nicht leicht. Ein ewiger Kampf in der Dunkelheit. Das ist doch gar nichts, schau mich mal an. Ich trage einen Strohhalm, der ist 10-mal so lang und 3-mal so schwer, wie ich Ameise bin. Das Leben heißt Arbeit, sich plagen und mühen. Es lauert die Spinne in ihrem Versteck. Stunde um Stunde rührt sich nicht vom Fleck. Irgendwann wird sich die Beute wohl im Netz verfangen. Leben heißt warten, hoffen und bangen. Die Raupe frisst und frisst und wird trotzdem nicht satt. Alles macht sie nieder, Blatt für Blatt. Sie wird nichts übrig lassen, sie wird nichts verschenken. Leben heißt vor allem an sich selber denken. Sei immer auf der Hut, sei immer bereit. So meldet sich der Igel mit dem Stachelkleid. Man darf sich einfach nicht alles gefallen lassen. Leben heißt gut auf sich selber aufpassen. Wer flitzt denn geäst von Baum zu Baum? Ist das nicht ein Eichhörnchen? Und ich staun, wie schnell es all die Nüsse in der Erde versenkt. Leben heißt, dass man an die Zukunft denkt. Ich habe nicht viel Zeit, ich muss gleich wieder fort. So meldet sich die Eintagsfliege plötzlich zu Wort. Ich sage es ehrlich, ich möchte nicht lügen. Für mich ist das Leben ein kurzes Vergnügen. Ohne zu murren, Jahr ein, Jahr aus, trägt sie auf dem Rücken ihr Schneckenhaus. Ich habe die Antwort auf all deine Fragen. Leben heißt alles mit Geduld ertragen. Gerade ist es morgen, rot erwacht, hat uns einen neuen Tag mitgebracht. Die Botschaft sollte dir nicht alles gelingen. Leben heißt immer von vorne beginnen. Zum 100. Mal fliegt die Schwalbe Mutter unermüdlich.
ihren Jungen das Futter und sollte jemals eins der Kleinen in Gefahr sein. Leben heißt für die, die man liebt, immer da sein. Ich danke euch allen für eure Berichte. Wie man hört, hat jeder seine Lebensgeschichte. So muss sich jeder selber wohl die Antwort geben auf diese schwere Frage, was ist mein Leben? So muss sich jeder selber wohl die Antwort geben auf diese schwere Frage, was ist mein Leben? La.